Der EC Bad Nauheim steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im DEL2-Halbfinale. In Spiel 7 besiegen die Wetterauer die Kassel Huskies mit 7:3 und setzen sich damit also auch in der Best-of-Seven-Serie mit 4:3 am Ende durch. Dreimal gewinnt Bad Nauheim hier in Kassel und so haben sie dann auch entsprechend gefeiert mit den Fans. Wir schauen mal direkt nach Spielende, wie das so passiert ist. Und ich habe dann auch mit dem Kapitän Marc El-Sayed gesprochen und ihn gefragt nach seinen Gefühlen gerade und was denn heute entscheidend war und ob vielleicht dann doch das ein oder andere Kaltgetränk dann doch heute fließt. Ja, unbeschreiblich. Ich meine, Spiel 7, die hat man nicht so oft in der Karriere. In Kassel auch noch und dann zu gewinnen, ist natürlich affengeil. Aber wir haben Gas gegeben, wir haben einfach das, was wir uns vorgenommen haben, durchgezogen. Und wir haben echt geiles Eishockey gespielt, wahrscheinlich einer der besten Spiele der Saison. Wir haben Druck gemacht, wir haben Tore geschossen. Wir haben einfach unseren Plan voll durchgezogen. Man muss den Moment jetzt einfach genießen, wenn auch kurz. Da wird sich keiner umschießen, aber ein Bierchen gibt es auf jeden Fall.